Hi Leute, herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Lost Place Folge. Wir sind jetzt angelangt an den ehemaligen Produktionsstätten, Produktionshallen, wovon hier nicht mehr so viel übrig ist. Da hinten geht es noch weiter und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Jetzt bloß mal schauen, ob man hier durchkommt, weil die Tür von irgendwas, ich glaube Wassertank oder irgend sowas verstellt wird. Aber wenn nicht, dann filmen wir da einfach mal so rein. Aber ja, hier kommt man schon durch. Allerdings nicht mit Rucksack. Nö. Bevor ich jetzt dreckig werde, lassen wir das bleiben. Ihr seht das ja alles so auch. Gibt es nicht allzu viel zu sehen, außer ein paar Graffitis. Wobei mir die Kamera bei dem Graffiti eigentlich recht gut gefällt, da in der Mitte. Schauen wir von außen hin, vielleicht kommen wir da noch besser rein. Ja, ihr seht schon, das Dach hier hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Wobei das ausschaut, ja genau, also das ist eine Brandruine. Hier sieht man schon, das hat mal gebrannt, deswegen ist das Dach weg. Hinten haben wir noch Elektroverteilung. Da kann man dann wirklich sagen, bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Haben sie wahrscheinlich wieder gezündelt oder irgendwelche Kinder mit dem Feuer gespielt und ja, da kommt halt dann sowas bei raus. Hier haben wir noch einen alten Schacht. Das hier war mal der Haupteingang. Auch hier, ihr seht schon, alles komplett eingestürzt, verkohlt. Da unten liegen noch ein paar Besen. So sah es früher mal aus da oben. Da hängt noch, weiß nicht, irgendwelche Boiler für irgendwelches Wasser, Warmwasser oder irgendwas. Komplett niedergebrannt. So, jetzt schauen wir noch mal, ob man hier irgendwie reinkommt. Das ist jetzt praktisch der nicht abgebrannte Teil von dem Gebäude. Beziehungsweise rein brauchen wir ja nicht. Wir filmen jetzt einfach mal hier durchs Fenster durch. So, dann schauen wir uns das Gebäude hier mal an. So, dann schauen wir jetzt mal als nächstes hier rein. Das war jetzt hier wahrscheinlich auch so eine Produktionshalle, ein Riesengebäude. Hier gehen auch Schienen oder ähnliches lang. Hier so ein Drehkranz. Da haben sie wahrscheinlich nochmal extra zugemauert. Hier überall Riesenlöcher. Da unten liegt sogar noch ein Bauhelm. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber zumindest wirkt das Gebäude hier ziemlich stabil. Also ich glaube, das ist auch noch nicht so alt. Das wird dann wahrscheinlich noch aus DDR-Zeiten stammen. Ich weiß nicht, ob sie hier drin die V2-Raketen gebaut haben oder ob das ein anderes Gebäude ist. Kann ich leider nicht mehr sagen. Kann aber auch sein, dass das hier alles zum Schieferabbau mit beigetragen hat. Hier haben wir Kabelschächte. Eine Riesenhalle mit Holzdecke. Da hingen bestimmt früher auch nochmal so Schallplatten dran, weil hier oben ist alles runtergerissen, hat wahrscheinlich mal wieder irgendjemand brauchen können. Hier ist der Ausgang.
Da oben ist nochmal das Lehrlingswohnheim. Ja, das war's von dem Gebäude. Jetzt schaue ich nochmal, ob man da vielleicht hochkommt. Und wenn man dann da hochkommt, dann sehen wir uns oben wieder. Wenn wir nicht hochkommen, dann sehen wir uns beim nächsten Gebäude wieder. Bis gleich. So, also hier haben wir die Treppe. Ihr seht schon, das ist eine sehr stabile Treppe. Also da braucht man sich überhaupt keine Gedanken zu machen, dass da irgendwas nachgibt. Jetzt schauen wir da mal hoch. Hier haben wir so einen kleinen Raum. So, hier wird es dann jetzt schon wieder etwas waghalsiger, weil jetzt hier wieder der Holzboden beginnt. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass der hält. Da geht es zum Dachboden. Da würde ich sagen, schauen wir aber jetzt nicht hoch. Dachboden, glaube ich, haben wir jetzt heute schon genug gesehen. Hier bei dem Raum kann man auch noch das alte Fachwerk erkennen. Das hier ist jetzt die Holzdecke oberhalb von der großen Halle, wo ich vorhin gerade drin war. Auch hier wieder irgendwelche Vandalen die Wand durchgetreten einfach. Hier auch. Das ist aber dunkel hier drin. Ich weiß nicht, was das hier mal gewesen ist, aber allen Anschein nach waren hier bis hier hoch irgendwann mal Fliesen drin, die dann wieder irgendjemand gebrauchen konnte und rausgeklopft hat. Ich denke mal, dass das irgend so ein Waschraum oder Waschhaus gewesen sein wird, weil hier in der Mitte ist auch noch so ein Wasserabfluss. Aber wie ihr seht, schon wirklich alles geplündert, alles was man noch irgendwie gebrauchen kann, alles rausgerissen. Und ein schönes Stahlgeländer, also richtig stabil. Ja, das war's jetzt von dem Video. Ne, nicht von dem Video, von dem Gebäude. Das Video geht noch weiter, also nicht abschalten, bis zum Schluss dranbleiben bitte. Das war's jetzt von dem Gebäude. Ich schaue jetzt nochmal zum nächsten Gebäude und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier haben wir jetzt noch Schuppen, sage ich jetzt mal dazu. Hier noch ein bisschen Heu. Auch schon alles recht zusammengefallen. Als nächstes schauen wir uns jetzt mal das Haus an, was man da sieht. Und dann schaue ich mal, da oben geht es glaube ich noch weiter zu einem anderen Haus, aber da muss ich jetzt erstmal auf den Plan schauen, ob man da richtig sind. Jetzt schauen wir uns erstmal das Haus da drüben an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bevor wir jetzt da unten in das Haus gehen, wo ich jetzt gerade gesagt habe, beachten wir nochmal hier den Dachschaden von oben. Wir sind jetzt hier den Weg hoch, weil ich auf dem Plan gesehen habe, dass hier oben noch Häuser sind, die man da hinten schon, ich glaube, erkennen kann. Und dann schauen wir da mal hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also wir sind jetzt bei den in Anführungsstrichen Gebäude angekommen. Ihr seht schon, da brauche ich euch nie mehr viel zeigen, da gibt es auch nicht mehr viel zu sehen. Bis auf die Grundmauern ist das Gebäude hier eigentlich komplett Schrott. Da hinten haben wir nochmal so ein kleineres Gebäude, das schaut aber nicht anders aus. Gut, dann gehen wir jetzt in das Gebäude, wo ich jetzt gerade gesagt habe, wo wir jetzt als nächstes hingehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, an dem Gebäude angelangt. Ja. Ja, gibt es auch nicht sonderlich viel zu sehen. Hier haben wir noch eine alte Lampe. Zumindest was davon übrig geblieben ist. Das hier schaut aus wie ein altes Traktordach oder von einem Gabelstapler irgendwas. Keine Ahnung.
Da haben wir noch ein Stromhaus, so ein Trafo-Gebäude. Unten im Hintergrund sieht man noch mehr Gebäude. Hier kann man jetzt nochmal das Gebäude sehen, was komplett zusammengefallen ist, wo ich euch von oben schon mal gezeigt habe. Hier haben wir noch ein riesengroßes Rolltor. Hier ist das Gebäude, was zusammengefallen ist. So, hier kommen wir jetzt nochmal zur Brandruine, und zwar von der anderen Seite, von unten. Das ist das Gebäude. Da können wir mal ganz kurz reinschauen. Da muss ich jetzt nochmal schnell die Digitalkamera wegpacken. So. Da war hier wahrscheinlich irgendein Lager. Hier sieht man schon den ganzen Schutt, der runtergekommen ist, da innen drin. Moment, ich mache mal das Licht an von der Kamera. Da, jetzt sieht man es besser. Da oben hängt noch eine gute alte Glühbirne, links daneben. Und hier ist das abgebrannte Gebäude nochmal von der unteren Seite. Da kann man auch nochmal schön reinschauen. Alles komplett niedergebrannt. Das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich hier auf dem Gelände, weil hier überall Löcher im Boden sind. Also wenn man mal nicht aufpasst, kann das ganz, ganz blöd ausgehen. Also wenn ihr mal auch zu solchen Touren aufbrechen wollt, seid bitte vorsichtig. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann sucht euch bitte ein Objekt aus, wo noch nicht so baufällig ist wie die hier. Da geht es auch noch mal rein. Das wird wahrscheinlich. Das ist ein gelbes Rohr, das war meine Gasleitung. Das ist wahrscheinlich der Gasanschluss von dem Haus. Hier hinten haben wir noch ein paar kleinere Gebäude. Muss ich aber mal schauen, ich weiß ja nicht, ob ich da hingehe. Hier haben wir wieder ein Loch, das war wahrscheinlich mal Klärgrube oder irgend sowas in der Richtung. Ja, ich würde jetzt sagen, das war es jetzt für ein, ich glaube, ich bin mittlerweile beim vierten Teil angelangt. Das war es jetzt für einen vierten Teil. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, gerne kostenlos abonnieren. Dann verpasst auch nichts mehr, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.